Zum anderen könnte ich auch die zweite, eine brennende Kiste auf dem Weg zum Wächtersprössling noch löschen. Also ja, ich meine das hier oben. So. Wow, brauchen wir dafür erst einen Double Jump oder was? Na gut, die Strecke kann ich leider nicht überbrücken. Das da ist das Haus von dem bösen Ehepaar von den Dämonen gewesen. Hier war nichts mehr, gut. Ach ja, Laubhaufen wegpusten, das müsste ich auch mal ausprobieren. Müsste ich nur gucken, wo überall Laubhaufen rumliegen. Ja, die konnte ich löschen, weil Wasser in der Nähe war. Die da. Au. Ich hab vergessen, die entzünden sich selber wieder. Und noch eine Perle. Yay. Was ist aber zum Beispiel mit dir da? Habe ich gerade das Pferd weggepustet? Ja. Ich kann hier grün malen. Aber das bringt mir nichts. Ich kann hier überall grün malen, weil es grün ist. Nein, auf dich habe ich gerade keinen Bock. Was ich jetzt aber endlich mal machen werde, ist mir die Zugbrücke ansehen. Ah, nebenbei war hier unten eigentlich noch was. Ja, tatsächlich, hier ist noch was. Ach nee. Hui, hier geht's das aber hoch. Hier könnte ich mir aber vorstellen, dass hier... Hallo? Das hier doch? Was versteckt ist? Das ist echt praktisch, Tag und Nacht wechseln zu können, wie man Lust hat. Aber... Nee, hier ist nichts. Aber da! Hallo? Das hätte ich ja fast übersehen. Außer es hat sich was hinter dem Fels versteckt. Nö.
Oh, das heißt... Ups. Und Glasperlen erhalten. Diese Perlen zeugen von großer Handwerkskunst. Ja, sehr schön. Da kommen wir leider so nicht hoch, also müssen wir außen rum gehen. Oh, da ist einer dieser Bossgegner dabei. Wulstiges Auge, das Verachtete erscheint. Mhm. Hey, auch in diesem Monster steckt ein exorzierender Pfeil. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Lass es nicht entkommen. So, ihr kriegt jetzt erstmal eine Bombe von mir. Au. Wulstiges Auge, das Verachtete besiegt. Ja, sehr schön, aber wir haben Schaden genommen. Jo, Schaden. Das war ein Muster von der Racheliste und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt die Racheliste, die du hast. Nun, du kannst den Namen des Musters, um das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deine Pinsel und streich den Namen aus der Liste aus. Jo. Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange und du hast alle Namen ausgestrichen. Nachdem du sie besiegt hast, solltest du das Mädchen besuchen. Vielleicht wird sie dir eine Belohnung geben. Ja, ich wollte eigentlich... Jetzt gerade hier hoch in Richtung Brücke. Ja, damit kann ich leider noch nichts anfangen. Ich dachte, ich könnte es wegsprengen, aber das klappt leider nicht. Es weggraben klappt leider auch nicht. Oh, hier sind noch Bäume, die noch nicht grün sind. Okay, sah das nur so aus? Oh. Schatz, 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 Schatz. Ja, verschrottete Perle. Na komm, kämpfen wir noch mal gegen jemanden. Wir brauchen eh Geld. Verfluchte, abstoßende Kieme erscheint. Ah. So, sammeln wir auch bei der Gelegenheit ein paar Dämonenzähne ein. Wow, wow, geh weg von mir! Verfluchte, abstoßende Kieme besiegt, yay. Das ist nicht nett, dass die explodieren wollen. Okay, ein weiteres Monster erledigt. Nun, du weißt schon, was zu tun ist, mein pelziger Freundin. Ein einfacher Schnitt mit einem Pinsel sollte ausreichen. Jo. Da waren es nur noch drei. Wäre lustig, wenn die hier auch auf der Taka-Ebene rumwuseln. Aber gucken wir jetzt mal, was hier an der Brücke los ist. Hier waren wir ja noch nicht. Zugbrücke, okay. Ja, ich sehe das Problem.
Die Zugbrücke sieht ziemlich oben aus. Hier wäre ein Händler. Hey, seht ihr diesen alten Brunnen an? Von hier bekommt das Tierhaus da drin bestimmt sein Wasser. Oh, es wird Tag. Hm. Oh, hallo. Was ist los, Findlein? Warum dieser traurige Blick? Mit diesem Blick wirst du nirgendwo hinkommen. Das bringt Pech. Ich bin Yoshi, der beste Bogenschütze der ganzen Stadtwache. Der größte Bogenschütze Yoshi. Oder Yoshi. Oh mein Gott, das ist aber ein beeindruckender Bogen, den du da hast. Was ist das? Du hast auch noch einen Freund mitgebracht? Das ist mein treuer Bogen Goldfeuer, der stärkste im ganzen Land. Wache ist so eine langweilige Arbeit, deshalb schlage ich die Zeit dadurch tot, dass ich Bogenschießen übe. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Sieh dir das an. Wow, mitten ins Schwarze. Ganz schön gut, was? Es gibt kein Ziel, das Goldfeuer und ich nicht treffen können. Nur, meine Freunde, wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen. Was ist denn da? Möchtest du hier durch und in die Stadt? Nun, da gibt es ein Problem. Ich habe diesen Kontrollpunkt bewacht, als plötzlich der Befehl kam, dass niemand mehr die Stadt betreten darf. Sieh nur, wie hoch sie die große Zugbrücke auf der anderen Seite gezogen haben. Normalerweise würde ich einen brennenden Pfeil abschießen als Signal, dass sie gesenkt werden soll. Aber auf der anderen Seite ist kein Wachposten. Ich frage mich, ob meine Kameraden in der Stadt bemerken würden, wenn ich einen Pfeil abschieße. Auch egal, ich habe eh nichts, um einen Pfeil anzuzünden. Wie du siehst, sind die heiligen Flammen der Phönixstatuen plötzlich ausgegangen. Es kommt irgendwie alles auf einmal in letzter Zeit. Zumindest bekomme ich etwas wohlverdiente Ruhe. Wollen wir nicht gleich essen und uns ausruhen? Du kommst nicht auf die andere Seite, wenn du die Zugbrücke, wenn die Zugbrücke hochgezogen ist. Ich wäre vielleicht dazu in der Lage, ihnen ein Signal mit meinem brennenden Pfeil zu geben, damit man sie runterlässt. Aber leider habe ich nichts, mein Pfeil anzuzünden. Wie du siehst, sind die Heilfeuer der Phönixstatue plötzlich ausgegangen. Zumindest bekomme ich etwas wohlverdiente Ruhe. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Bester was AM, das ist der Kontrollpunkt von der Stadt Saiyan. Diese große Zugbrücke ist der einzige Weg hinein oder heraus, aber niemand darf die Stadt momentan betreten. Das ist der schlechte Befehl der Königin Himiko. Sag mal, kennst du die Phönixstatuen, die den Kontrollpunkt beschützen? Nur sie brannten einst mit dem ewigen Flammen, die das Böse fernhielt. Aber eines Tages erloschen die Flammen plötzlich. Jetzt habe ich Angst, dass mich Monster überfallen, wenn es dunkel ist. Die ewige Flamme sollte niemals ausgehen. Vielleicht ist das Gerücht wahr. Wer da was? Oh, hast du schon dieses Gerücht gehört? Du weißt schon, dieses Gerücht über diese riesige, verfluchte Zone. Alle sind beunruhigt, weil es so kurz vor dem großen Tag geschah. Ich meine, das jährlich stattfindende Fest in Kabiki, und dazu ist es noch das 100. Fest, seitdem das Monster besiegt wurde. Deswegen sagen alle, das wäre der 100-Jahre-Fluch. Wer da was? Niemand darf in die Stadt hinein, das ist der strikte Befehl der Königin Kimoko. Ich bewache diesen Kontrollpunkt mit meinem Leben, seitdem die ewige Flamme der Phönixstatue erlosch und dieses Gerücht begann. Du hast von dem Gerücht gehört, oder? Hast du von dem Gerücht gehört? Bereits 1000 Mal. Ich verstehe. Schätze, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wem ich es alles erzählt habe. Ich habe es so viel erzählt. Hm. Oh, was für ein Mist. Solange die große Zugbrücke hochgezogen ist, kann ich nicht nach Hause. Ich hörte, Königin Himiko hat, bevor die Stadt abzuregeln. Aber warum sollte sie ohne Vorwarnung zu einem Befehl geben? Ich nehme mal an, jetzt muss ich für den Augenblick meine Waren hier verkaufen. Du wurdest nicht geschickt zum Einkaufen, oder? Einkaufen. Was hast du denn Schönes? Nichts, was wir brauchen können. Hm. Gut. Was ist mit euch beiden hier? Hey, du da, Hündchen. Du möchtest auch über die Stadt? Ich befürchte, niemand wird hier irgendwo hingehen, solange die Zugbrücke oben ist. Nicht einmal die Wachen hier wissen, warum sie hochgezogen wurde. Ich wette, da geht irgendwas sehr Merkwürdiges vor sich. Hey, du kannst verstehen, was ich sage, stimmt's? Soll ich dir ein Gerücht erzählen, das ich gehört habe? Anscheinend gibt es eine mysteriöse Krankheit in der Stadt Saiyan.
Normalerweise würde ich sein Gerücht natürlich nicht glauben, aber als ich das erste Mal gehört habe, nur es war genau zu der Zeit, als die Zugbrücke hochgezogen wurde. Wenn dieses Gerücht stimmt, dann nehme ich mal an, dass es keine Eile hat, hier zu verschwinden. Frau Ananas. Oh, was für ein süßes kleines Hündchen. Hängst du hier auch fest? Diese große Brücke da drüben. Die Menschen nennen das die große Zugbrücke. Das ist eine Verbindung zwischen der Taka-Ebene und der Stadt. Und wie du sehen kannst, halten sie in diesen Tagen die Brücke geschlossen. Ich frage mich, was in der Stadt wohl los ist. Es würde mehr Kunden geben, wenn die große Zugbrücke wieder wie früher wäre. Ich komme kaum über die Runden, so wie die Dinge jetzt stehen. Ich führe das Geschäft ganz alleine, seitdem mein Mann gestorben ist. Aber vielleicht sind meine Tage als Teehändlerin vorbei. Ja. Soll ich speichern? Nö, brauchen wir nicht. Klappt ja alles ganz gut bis jetzt. Wir haben zwar schon ein paar Mal einstecken müssen. Aber jetzt noch nicht so unglaublich böse. Okay, hier kommen wir einfach noch nicht rüber, weil wir keinen Double Jump haben. Die beiden da sind einfach zu weit auseinander. So weit kann Amaterasu nicht springen. Ah, da ist unser erster Laubhaufen. Eine verstreute Perle, jo. Das heißt, so können wir mit den Laubhaufen umgehen. Das war wieder die falsche Taste. Ich kann eine Waffe... Oh ja, ich habe ja neue Lebensperlen. Also neue Perlen. Die kann ich eigentlich gleich mal ausrüsten. So. Ja, und die Tintenkugelkraft, die müsste ich auch irgendwann mal ausprobieren. Aber jetzt erst einmal... Hopp! Schnellreise zurück auf Shinsofeld. Agatha-Wald, Shinsofeld. Sieht so aus, als ob es jeden Moment anfangen würde zu regnen. Vielleicht gibt es sogar einen Sturm. Hä? Warum ist es so dunkel? Die Sonne scheint doch, oder? Weil das Böse naht. Hi, Schweinchen. So werden wir auch mit brennenden Laubhaufen fertig. Göttliches Amulett. Amulett mit dem Atem der Götter. Erhöht die Göttlichkeit auf Maximum. Hm. Na gut, dann gucken wir mal, was im Dorf los ist. Das nenne ich mal einen Vollmond. Wenn ich so darüber nachdenke, findet nicht das Kamiki-Festival zum Vollmond dieser Jahreszeit statt. Und nein, sie werden die ganze Sache ohne uns austrinken, wenn wir uns nicht beeilen. Komm schon, Ami, lass uns verschwinden. Ja. Weltuntergang? Frisst gerade Orochi alle Dorfbewohner auf. Was ist bei Susanos Haus los? Ja.
Hey, was machen denn all die Leute vor Susannos Haus? Susanne, komm sofort raus. Du musst uns da einiges erklären. Wie konntest du den heiligen Sake, der für Konohada gedacht war, austrinken? Hoch, was hat Susanne getan? Du kannst rauskommen, Susanne. Wir sind nicht wütend auf dich. Nein, von wegen. Du wirst schon einen Grund gehabt haben, den ganzen 8 Purification Sake auszutrinken. Das ist schlecht. Warum hast du den ganzen 8 Purification Sake ausgetrunken, Alter? Mir doch egal, ob er was Besonderes war. Ich konnte einfach nicht anders. Ich musste einfach was trinken. Nur, es war kein normaler Sake und dies ist auch kein normales Fest. Es ist genau 100 Jahre her seit Nagis und Shiranui's großem Sieg. Wir sind sogar mit einem wunderbaren Vollmond gesegnet. Wie konntest du nur etwas so Verabscheuungswürdiges tun? Lasst mich alle in Ruhe. Nagi und sein Flohsack freut sind mir total egal. Ich bin Susanoo, der größte Krieger aller Zeiten, Hicks. Es ist kein Tropfen 8 Purification Sake mehr übrig. Susanoo hat sich wie ein Verrückter benommen, als er zurück ins Dorf kam. Er trank den heiligen Sake aus und hat sich dann in seinem Haus verkrochen. Der ganze heilige Sake, den Kushi gebraut hat, ist weg. Warum hat er das nur getan? Das ist schrecklich. Ich meine, der 8 Purification Sake war es, der in der Legende den Tag gerettet hat. Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter sein können. Mit der Rückkehr von Orochi und so.